Erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los, hier im Al-Bayt Stadium. Willkommen im Al-Bayt Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. Da sehen wir die heutige Aufstellung von England. Im Tor ist Jordan Pickford. John Stones spielt mit Harry Maguire in der Abwehr. Kevin Phillips steht mit Declan Rice im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Taremi. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Das ist ein guter Pass. Es gibt hier Strafstoß für England. Jetzt können sie das 1:0 machen. Und er ist nicht drin. Ja, klasse gehalten. Er geht in den Strafraum. Gibt Freistoß gegen England. Sie holen sich den Ball. Boden. Kane mit der Chance. Super Einsatz vom Torhüter. Die Ecke kommt rein. Schuss kommt nicht durch.
Sie verlieren hier den Ball. Harry Kane. Kevin Phillips. Gut verteidigt. Taremi. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Sie können. Beide gefährlich. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, wird geblockt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ball wird abgefangen. Klasse Pass jetzt. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Kurze Variante jetzt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Chance jetzt zum Führungstor. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Damit war es das fürs erste. Pausenpfiff. Jetzt. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Da ist der Ball weg. Boden. Der Ball ist im Aus. Es geht hier mit Abschluss weiter. Erstmal hier der Ballverlust. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Gutes frühes Stören. Ballbesitz ist weg. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in der Szene nicht interessant. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Das ist die gelbe Karte gegen England. Zu viel Einsatz da von ihm und das weiß er auch selbst. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Mount. Da kann er ihn stoppen. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Kane. Harry Kane.
Sterling. Jetzt wieder die Engländer dabei. Mount. Ball ist bei Harry Kane. Macht er das Tor? Noch ist die Chance da. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Schönes Dribbling hier. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Ecke kommt rein. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Nochmal der Angriff. Und es ist klar, die wollen hier mehr als dieses Remis. Da schießt er. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Sie wechseln jetzt. Jetzt die Ecke. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Da können sie kontern. Der Angriff könnte was werden. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann macht es Raheem Sterling aus kürzester Entfernung. Da hat er die Technik, das Auge. Es ist aber auch eher eine einfache Aufgabe. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Klar, wenn du kurz vor Spielende das Siegtor machst, dann hast du Grund zur Freude. Dann darfst du dich zu Recht abfeiern lassen.